Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Episode Goethe. Liebe Leute, ich habe gestern Abend habe ich nur im Internet noch geschaut, wie es weitergeht, weil ich habe echt keinen Plan, wie die blöde Kiste da aufkriege. Und ich hätte vorher... Oh, gleich, ich muss klinieren. Achtung! Ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe. Ja, warum? Warum? Wieso? Keine Ahnung, wie man auf die Kombination kommt. Aber, naja. Da ist jetzt ein Tonband drinnen. 0956. Ich weiß nicht, ob ich mir das... Ich glaube, ich muss gleich nochmal nüssen. Was ist denn da los? Hör auf damit. Ah, oh, so schnupfen. Ganz, ganz komisch. 0956. Ah, okay. Meine liebe Sally. Sally, das war ja die eine Freundin auf dem Alexander, oder? Glaub schon. Du warst nicht zu Hause, also habe ich entschieden zu gehen. To leave this box. Okay, diese Truhe bei deiner Mutter zu lassen. In der Hoffnung, dass du sie so bald wie möglich bekommst. Pass sehr gut auf dieses Band auf. Denn es ist auch ein Schlüssel. Wenn ich nicht zurückkomme, rechtzeitig zurückkomme... Dein Nachbar hat einen Rekorder, mit dem es sich abspielen lässt. In Liebe, Alexander. Tagebuch. Ja, in der Box habe ich ein Tape gefunden, das sich halt wie ein Schlüssel auch benutzen lässt. Bla bla bla. Ja, das wissen wir. Okay, warte, was habe ich jetzt gemacht? So. Wie kommen wir denn da jetzt raus mit dem Tape? So. Ah ja, für das haben wir die ganzen Dinge aufmachen müssen, ne? Genau. Mit der Säge und so. Okay, da können wir jetzt unten durch. Los. Ich muss sagen, ich habe, bevor ich jetzt die Aufnahme gestartet habe, das waren jetzt glaube ich 5 Minuten davor, habe ich die Aufnahme zu Layers of Fear gemacht. Das heißt, ich sitze jetzt schon 2 Stunden auf dem Sessel und ich glaube, liebe Leute, ich kann nie wieder von diesem Sessel aufstehen. Ich bin fest. Und ich würde eigentlich sehr gerne wieder mal aufstehen können auf dem Sessel, aber es ist so heiß, dass ich festklebe. Okay, Robert, make an effort. If you lose focus, you will never find your way to the melody. Remember, right hand, her first name, that rhymes with E. If you wish to take refuge with me, let the melody carry you. Right hand, that name I cherish. Left hand, just like the place where we met. Right hand, left hand, the words will allow you to enter and play whatever you feel like. Was? Oh Gott, ich kann heute keine Rätsel lösen. Es geht einfach nicht. Robert. Right hand. Sally. That rhymes with E. Sally? Left
left hand, just like the place where we met. Right hand, left hand, the words will allow you. Okay, ich habe einen Weg gefunden, um das Tape abzuspielen. Okay, right hand like her name. Sally. Left hand like the place where they met. Right hand, left hand, you can enter. This is all very confusing. Sally? Kann ich den Rekorder mit dem benutzen? Ach, scheiß drauf. Okay. Okay. Concentration. Vielleicht Blackwood. Sally. Woher soll ich wissen, wo die sie getroffen haben, Mann? Sally. Hoppala. Nein, dann warte mal. Ah. Oak. Okay. Your gaze at night. My dear sister. Na, so das mein Schlüssel. Remember to hide the creature. Upsala. I heard blah blah blah. Es muss doch da wo stehen. Da! Ich bin jetzt echt versucht, dass ich jetzt nochmal nachschaue. Soll ich nochmal nachschauen? Das tue ich eigentlich nicht gern. Ich schaue mal kurz nach. So Leute, da bin ich wieder zurück. Und ich gebe jetzt das geheime Codewort ein. Church. Ja, na egal, sag jetzt nichts dazu. Ich weiß nicht, bin ich sowieso ein bisschen gereizt, wenn man einfach so heiß ist. So, das ist Alexanders Abode. Weiß nicht, was das heißt.
Das Schlafzimmer ist leer, so wie alles andere hier. Das habe ich auch erwartet. Irgendeine Art von Erscheinung. Für wen ist diese Melodie? Sally? Wo sind sie jetzt? Okay, das alles hier beunruhigt mich sehr. Ich kann nicht nah an sie ran. They push me away, okay? Anzeichen von einem Kampf, Alexander. Was ist geschehen? Was für eine schöne junge Dame. Ach so, das ist die Sally. Meine liebe Sally. Wenn du in diesem Schlafzimmer bist, dann... Denn my mother's veil, weiß ich nicht, was das heißt. Dann hat meine Mutter Erfolg gehabt mit irgendwas. Okay, ich flehe dich an. Bitte, hilf Robert und Edward, um zu fliehen. Ich habe Robert das Passwort gegeben. Er weiß, wo er dich finden kann. Don't worry about me. Okay, mach dir keine Sorgen um mich, mein lieber Freund. Alles, was ich mir wünsche, ist, dass du entkommst. Nimm meine Brüder mit von diesem verfluchten Ort und bete für meine Seele. Bete für meine Seele, welche meine Mutter irgendwas, also die Annie dort irgendwas mit Alexander seiner Seele irgendwie so umherspülen, so irgendwie. Lebe wohl, meine liebe Sally. Ich habe versagt. Okay, was ist denn das da jetzt? Okay, was? Payman teaches all arts, philosophy and science and secret things. He can reveal all mysteries of the earth, wind and water, what the mind is and everything the conjurer wants to know. Gives good familiars, dignities, and confirms them. Binds man to the blah blah will. If payment is. Was heißt das? Keine Ahnung, alone, some offering or sacrifice must be done. Okay, das ist irgendein komischer Spruch. Okay, gut, da geht's wahrscheinlich wieder um einen Dämon. Meine Seele, genau, which mother will have sealed. Wie Melfes Seele? Aber Melfes ist ein Dämon. Die Runen. Drawn on these notes. Okay, die Runen in dieser Notiz correspond to each other. And payment is mentioned over both. I recognize the first one, but the second is unknown to me. These annotations, keine Ahnung, could they help me banish the demon? Okay, also diese, ja, die Runen, ja, wie wir schon gesagt haben, sind halt wieder. Was ist das jetzt? Payment's opposite sigil has been revealed. Every room once blocked by his presence is now. Aha! Gut, was ist mein Wesen da? Payment.
Da haben wir mal so ein cooles Buch gelesen. War das das? Das da. Okay, die Orangen. Die ganzen orangen Siegeln sind jetzt weg. Das ist ja mal cool. Achso, das haben wir gerade gelesen. Okay, ansonsten gibt es da nichts. Ich schau mal so kurz. Okay, ich glaube, dass wir jetzt da auch fertig sind. Dann kennt man ja eh eigentlich. Ins Haus. Das habe ich herausgefunden, man kann über die Karten also Schnellreise machen. Das ist mal ziemlich cool. So. Gut. Also ganze obere Stockwerk können wir jetzt hin. Das ist ja cool. Okay. Da, oder war das? Oh, cool. Oh, das war mein Zimmer. Die Dekorationen waren anders als früher. Ein kleines Radio? Ich glaube nicht, dass es noch funktioniert. Robert, Mutter glaubt, dass du im Schlafzimmer bist, aber Edward gesteht, also ja, hat er erzählt, dass er dich, dass er dich heute Morgen nicht gesehen hat. Nach deinem geheimen Ausflug in die Stadt zu Alexander. Kannst du mich im Turm treffen? Es gibt etwas, das ich dir zeigen möchte. PS. Nimm die... Na, wie heißt das? Gucker. Nimm den Gucker mit. Okay, Gabriel. If you touch one... Hä? Gabriel, wenn du Robert auch nur ein Haar krümmst, Mutters Schutz. Mutters Schutz wird dir nicht helfen, wenn ich dich dann finde. Okay, Robert, also wenn du das hier liest, I implore you, keine Ahnung, vertrau mir, komm und finde mich. Hä? Sie glauben, dass sie dich für immer... sie glauben, dass sie dich für immer leben lassen können mit diesem Objekt. Hä? They don't realize we will all die if they succeed. Also sie begreifen nicht, dass wir aber auch alle sterben können. Wenn sie, wer immer sie sind, wenn sie... Erfolg haben. Bücher, Enzyklopädien. Sie gehören alle Robert, Annis dritten Sohn. As the new resident seems to like the view, maybe we could get on. Okay. Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Das sind so komische. Schätze mal, was ist denn das? Olympus? Irgendwas? Eine Karte mit Annotations. Weiß nicht. Gezeichnet bei Hand. Der Künstler war etwas clumsy, also so, ja, kann jetzt irgendwie auch nicht so tollpatschig irgendwie so, oder?
but his passion for the sky certainly speaks to me. Ach so, das sind Sternbilder. Aha. There must be some explanation for it, but whatever it is, escapes me. Okay, das erinnert mich an das Piano-Rätsel, was wir auch noch irgendwie lösen müssen. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Erst Periodensystem und jetzt? Ah, okay, da waren wir ja schon. Okay, das war mal Annis Raum. Es war verbunden mit meinem. Über die Sterne. Und wir haben auch viel Zeit da verbracht. Wo fangen wir an? Von links nach rechts, würde ich sagen. Da ist schon wieder ein Piano. Eine Klarinette und ich weiß nicht, was das andere Instrument ist. Wo sind diese Instrumente her? Annie war eine gute Pianospielerin. Das Piano war früher aber mal im Raucherzimmer. Okay, ich nehme an, dieses Spielzeug gehört nicht zu Alexander. Welcher meiner Neffen hat eine Passion für den Himmel? Ich nehme an, ich sollte es ihm zurückgeben. Okay. Da kann man nichts da. Schauen wir mal weiter. Warum hängt da die Sally? Da ist Sally. Ich mag ihren Ausdruck. Wir müssen in Alexanders Raum sein. Ennis zweiten Sohn. Hä, hat sie aber nicht vorher gemeint, das ist Annie Raum? Okay, das verstehe ich jetzt gerade nicht. What does reject? I can make out an early unfinished violin. Okay, der hat das selber Violinen dann gemacht. Ist auch interessant. This workbench has been tidied up, but I can still sense the material work carried out here. Dieser Phonograph ist nicht mehr brauchbar. Bei dem Radio, da wird so beleuchtet, aber ich kann da nichts machen. Ich war noch nie gut in Musiktheorie. Ja, nicht. Okay, dann schauen wir mal darüber. Bade. Okay, schaut mal das so. Jemand hat diese Fliese ausgewechselt. Er oder sie hat einen schlechten Sinn für Ästhetik. Ja, weil es überhaupt nicht reinpasst, gell? Kann ich die Tür dazu machen? Ist hinter der Tür was? Nö. A dropper. Was ist ein Dropper?
Aber es steht irgendwie, dass es da die mit dem. A dropper. Sieht aus wie eine Juwelenbox. Na! Some dirty flasks. Okay, nichts Wichtiges. Okay. Robert, ich habe keine Zeit für diese Spiele. Gib es mir zurück, Alexander. Was hast denn das? Gib es mir zurück. Was würde ich dafür geben, wieder eine Reflexion zu haben? Schaut mal, da ist die andere. Der hat die Fliesen. Ach so, ja, das auch ersetzt. Okay, verstehe schon. Dafür da wieder Fliese. Leer. Und furchtbar dreckig. Es wurde seit Jahren nicht benutzt. Okay. Ah, Moment. Moment. Alexander. Vielleicht ist da die Rakete gemeint. Vielleicht muss ich Alexander die Rakete da zurückgeben. Da waren wir aber schon. Oder? Schau mal kurz auf die Karte. Da sind wir jetzt. Wir können da alles nur erkunden. Boah. Okay. Leute, aber jetzt ist es schon wieder Zeit für eine Folgenpause. Und wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao.